In den Comics haben es die Avengers mit allem Möglichen zu tun. Von außerirdischen Horden bis hin zu hungrigen Vampiren, sie haben es mit allem zu tun. Aber das Buffet an Bestien und Bösewichten, das auf der Seite zu finden ist, bedeutete, dass die Filme all diese Fantasie mit zumindest ein bisschen Anschein von Realität in Einklang bringen mussten. Es ist eine Sache, wenn sich Götter, Roboter und Zauberer in einem Comic die Klinke in die Hand geben, aber in einem Realfilm, der ernst genommen werden will, ist das schon etwas schwieriger. Die Lösung war ein durchgängiges Thema in den MCU-Filmen. Der Gedanke, dass in der Marvel-Welt Magie und Wissenschaft dasselbe sind. Die Figuren, die wir sonst als Götter oder magische Monster wahrnehmen würden, sind nur Außerirdische. Ein fliegender Hammer und eine Regenbogenbrücke sind nichts anderes als eines von Rocket Raccoons coolen Gadgets. Die Idee ist, alles auf eine gewisse Grundlage der Realität zu stellen. Mit der Veröffentlichung von Thor: Tag der Entscheidung änderte sich das jedoch. Und mit ihm wurden einige grundlegende Aspekte des Marvel Cinematic Universe gestrichen. Der Film hat so viel Spaß gemacht, dass es niemandem aufzufallen schien. Aber hier ist ein spoilerreicher Blick darauf, wie Thor: Tag der Entscheidung das MCU radikal verändert haben könnte. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. In den Comics gibt es keinen Streit. Thor ist ein Gott. Genau wie Odin und ein paar andere Figuren. Und es scheint niemanden zu stören, dass all diese Götter der griechischen und nordischen Mythologie in New York City herumhängen und sich prügeln. In den Filmen war das nicht der Fall. In Thor von 2011 wurde angedeutet, dass die Asgardianer keine Götter sind, sondern Außerirdische, die von den Wikingern fälschlicherweise für Götter gehalten wurden. Man könnte argumentieren, dass es außerhalb von Thor einige Debatten zu diesem Thema gab. Während Thor sich in den frühen Filmen nie als Gott bezeichnet, tun das viele andere Figuren. I still don't think you're the god of thunder. But you ought to be. Black Widow, Tony Stark und Nick Fury nennen ihn alle einen Gott. Aber sie gehören alle derselben primitiven Kultur an, die nicht in der Lage ist, die Asgardianer zu verstehen, also muss man ihre Einschätzung mit Vorsicht genießen. Obwohl Loki sich selbst als Gott bezeichnet, würde er sich in Anbetracht seiner Arroganz wahrscheinlich auch so bezeichnen, egal ob er aus Asgard oder Hoboken stammt. In den ersten Minuten von The Dark Kingdom 2013 scheint die Angelegenheit geklärt, als Odin sagt: We are not gods. We're born, we live, we die. Just as humans do. Auch wenn die früheren Filme die Frage nach ihrem Erbe unbeantwortet ließen, hat uns The Dark Kingdom ein für allemal aufgeklärt. Oder zumindest für eine Weile. Gleichzeitig schienen die Filmemacher des MCU die Zuschauer auf die Synergie zwischen Wissenschaft und Magie, die sie in Avengers erleben würden, vorbereiten zu wollen, indem sie in Thor und Captain America: The First Avenger den Grundstein legten. In Thor sagt der Odinson zu Jane Foster: Your ancestors called it magic, and you call it science. Well, I come from a place where they're one and the same thing. Dann zeigt der Foster in ihren eigenen Notizen, wie der Weltenbaum der nordischen Mythologie mit ihren eigenen Theorien über das Universum zusammenhängt. In der Post-Credit-Szene, in der Eric Nick Fury trifft, enthüllt dieser den Tesseract und sagt: Legend tells us one thing, history another. But every now and then we find something that belongs to both. Laut Red Skull ist es genau dieses Verständnis für die Synergie zwischen Magie und Wissenschaft, das ihn den anderen überlegen macht. Als er mit dem Turmwächter, der den Tesseract bewacht, spielt, sagt er ihnen, dass sie sich ähnlich sind, weil What others see as superstition, you and I know to be a science. Später, als Hitler seine Untergebenen schickt, um sich vom Red Skull auf den neuesten Stand bringen zu lassen, fragt einer der Nazis den Schurken spöttisch, ob er den Krieg mit Magie gewinnen wolle. Der Red Skull korrigiert ihn und sagt: Science, but I understand your confusion. Great power has always baffled primitive men. Die Verschmelzung von Wissenschaft und Magie ist ein durchgängiges Thema, auch wenn es sich eher um eine subtile Andeutung als um eine offenkundige Aussage handelt. Als Thor in Thor: The Dark Kingdom Jane Foster nach Asgard bringt, um herauszufinden, was mit ihr geschehen ist, wird Foster von einer Asgardianerin namens Aya getestet. Foster glaubt zu erkennen, was da passiert und fragt: That's a quantum field generator, isn't it? Er versucht daraufhin, ihr zu erklären, dass es sich um eine Seelenschmiede handelt, als ob das etwas Einzigartiges in Asgard wäre, aber Jane fragt dann: Does the soul forge transfer molecular energy from one place to another? Yes. Die Seelenschmiede und andere asgardianische Technik wird mit denselben Bewegungs- und Berührungsmethoden betrieben, die wir nicht nur bei Tony Stark in Iron Man sehen, sondern auch im Alltag der Außerirdischen in Guardians of the Galaxy und im mit Vibranium angereicherten Wakanda von Black Panther.
Selbst in Doctor Strange, dem magischen Herzstück des MCU, sind die Verbindungen zwischen Wissenschaft und Magie deutlich. Als Strange sie zum ersten Mal trifft, zeigt ihm die Älteste ein Chakra-Diagramm, eine Akupunkturkarte und einen MRT-Scan. Sie sagt ihm, dass jedes von ihnen von jemandem geschaffen wurde, der einen Teil, aber nicht das Ganze sehen konnte. Sie fordert ihn auf, sich Zaubersprüche als Programme vorzustellen und beschreibt sie als den Quellcode, der die Realität formt. Als Strange fragt, wie er jemals lernen könnte, das zu tun, was sie tut, antwortet die Älteste ihm mit der Frage, wie er Neurochirurg werden konnte. Mit anderen Worten, Magie und Wissenschaft gehen im MCU Hand in Hand, was es für das Publikum einfacher macht, sie zu verstehen und zu akzeptieren. Aber dann... Mit Thor Tag der Entscheidung änderte sich alles, denn das Konzept der Gleichsetzung von Wissenschaft und Magie wurde zugunsten eines viel mythischeren Ansatzes über Bord geworfen. Von Anfang an ist die Veränderung deutlich. Bei Surtors Tiraden über das Kommen von Ragnarök geht es um Prophezeiungen. Und Prophezeiungen sind im MCU bisher nicht aufgetaucht. Ohne irgendeine Erklärung sind die Asgardianer plötzlich Götter. Thor, Loki, Odin und Hela bezeichnen sich selbst und andere als Götter. I'm the goddess of death. What were you the god of again? In einem übersinnlichen Gespräch mit Odin, der sich darüber beklagt, dass er Hela ohne seinen Hammer nicht besiegen kann, fragt Odin Thor: Are you Thor, the god of hammers? Doctor Strange nennt Thor den Gott des Donners, als er ihn trifft, und Thor bezeichnet sich selbst mehrmals auf diese Weise. Er sagt sogar zu Loki: You'll always be the god of mischief. Diese Kehrtwende ist so krass, dass jeder Zuschauer ein Schleudertrauma bekommt. Und es geht auch nicht nur um den Status von Odin und Co. Die Abkehr von der Regel, dass Wissenschaft und Vernunft alles bestimmen müssen, was im MCU passiert, hat einen weiteren offensichtlichen Effekt im Film. I mean the numbers and science and stuff. Doctor Strange wurde nur ein Jahr vor Thor Tag der Entscheidung veröffentlicht, doch in der Szene, in der Thor sich im Sanctum Sanctorum in Greenwich Village wiederfindet, funktioniert die Magie bereits ganz anders als in Stranges eigenem Film. Take a seat. In Doctor Strange wird die Magie nach bestimmten Regeln dargestellt, was den Gedanken nahelegt, dass die Wissenschaft untrennbar mit ihr verbunden ist. Fast alles, was die verschiedenen Magieanwender tun, beginnt mit den feurigen Mustern, die sie in die Luft zeichnen, oder mit mystischen Gegenständen, die mit Macht durchtränkt sind, wie der Schleuderring oder Stranges Umhang der Levitation. Aber wenn Thor und Strange in Thor Tag der Entscheidung aufeinandertreffen, funktionieren die Dinge anders. Strange teleportiert sich und Thor in einem Tempo durch das Haus, das Thor verwirrt und ärgert, ohne seinen Schleuderring zu benutzen oder auch nur die kleinste Bewegung mit seiner Hand zu machen. Thor findet sich unerklärlicherweise mit einer Tasse Tee in der Hand wieder und dann mit einem bodenlosen Krug Bier. In Stranges eigenem Film scheinen diese Dinge unmöglich zu sein, doch hier wird die Magie auf die undefinierbare Weise gehandhabt, die wir aus älteren Comics kennen. Da der Film nicht mehr vorgibt, dass die Wissenschaft die Grundlage für alle übernatürlichen Elemente sein muss, können sich die Figuren frei auf ihre Talente stützen, egal wie ungewöhnlich sie sind. Obwohl Thor Tag der Entscheidung die etablierte Gottlosigkeit Asgards und die magisch-wissenschaftliche Synergie beendet, ist ironischerweise vieles von dem, was den Film so unterhaltsam macht, genau das, was er wegwirft. Thors Abenteuer auf dem Planeten Sakaar bieten uns einige der besten Momente des Films. Hier kämpft Thor gegen den Hulk, hier treffen wir den witzigen Großmeister und die knallharte Valkyrie. Und natürlich erfahren wir hier von Thors und Lokis beliebtem Spiel aus der Kindheit, Get Help. Nichts von alledem würde einen Sinn ergeben, ohne alles, was zuvor geschah. Und was Tag der Entscheidung geflissentlich vergisst. Die Tatsache, dass die Asgardianer als Außerirdische und nicht als Götter etabliert wurden, ist genau der Grund, warum Thor, Loki und Valkyrie nicht so sehr aus ihrem Element sind, wie sie es sonst sein könnten. Thor ist nicht schockiert, als er kurz nach seiner Ankunft auf Sakaar auf eine Gruppe von Außerirdischen trifft. Er ist nicht verwirrt von ihrer Technologie. Valkyrie beherrscht ihr Raumschiff eindeutig intuitiv. Loki kennt sich mit der Technologie so gut aus, dass er die Sicherheitscodes des Großmeisters stehlen kann. Odins Söhne können mit Lasergewehren genauso gut umgehen wie mit Hämmern und Dolchen. Und als Thor das Raumschiff des Großmeisters stiehlt, sagt er, dass es kein Problem sein sollte, damit umzugehen, denn schließlich sei es nur ein weiteres Raumschiff. Und in der Tat, er kommt gut damit zurecht. Sogar Bruce Banner mit all seinen Doktortiteln ist völlig schockiert von der Tatsache, dass er sich auf einem fremden Planeten befindet, und das stresst ihn so sehr, dass er sich deswegen fast wieder in den anderen Typen verwandelt. Doch dem vergleichsweise dickköpfigen Thor geht es gut, als wäre er kein Gott, sondern nur ein Außerirdischer, genauso wie man es uns bisher erzählt hat. Wir müssen uns auch fragen, wer in der Geschichte noch ein vermeintlicher Gott sein könnte. In den Comics sind nicht nur Thor und Loki und die genannten Personen aus Asgard Götter. Jeder aus Asgard ist ein Gott. Scourge the Executioner, Lady Sif, die Warriors 3, Heimdall und alle anderen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind.
Wenn es einen Asgardianer gibt, der die Toiletten von Asgard reinigt, dann ist der Kerl, der die Toiletten von Asgard reinigt, ein Gott. Bedeutet das, dass alle Asgardianer des MCU Götter sind? Wenn ja, warum sind sie dann solches Kanonenfutter, wenn es darum geht, Helas Zombies oder Dunkelelfen zu bekämpfen? Wie kann es in Asgard so etwas wie einen unschuldigen Zivilisten oder Unbeteiligten geben? Wenn sie Götter sind, sollten sie alle in den Hintern treten und Namen nennen. Gleichzeitig macht es vielleicht keinen Sinn, dass Loki ein Gott genannt wird. Wenn die Figur eigentlich ein von den Asgardianern adoptierter Frostriese ist, wie kann er dann ein Gott sein? Ist man ein Gott, wenn man nur mit anderen Göttern herumhängt? Die Fragen sind endlos. Wenn nicht, müssen wir uns fragen, ob die Entwicklungen in Tag der Entscheidung der Integrität des MCU schaden könnten. Wenn Marvel Studios beschließt, das gesamte Konzept der asgardischen Götter in einem zukünftigen Film zu verwerfen, könnte das die Dinge noch verwirrender und verworrener machen. Andererseits ist es ja gerade die Freiheit der Autoren, die Regeln ab und zu ändern, die Comics so lesenswert macht. Vielleicht ist diese abrupte Änderung nur Teil eines größeren Plans, um die Dinge im Marvel Cinematic Universe aufzurütteln und echte Magie einzubringen. Wissenschaft und Kontinuität hin oder her. Ready? Vielen Dank fürs Zuschauen. Klickt auf das Looper-Symbol, um unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Und schaut euch all die anderen coolen Sachen an, von denen wir wissen, dass sie euch gefallen werden.